fällt der Sichtbarkeit und Interaktivität ab. Es wäre nervig, gesehen zu werden. Ja, zufrieden. Ach du Schande. Ich habe völlig vergessen, ihn zu fragen, weil es mit den ganzen Hasen auf sich hat. Da kriege ich eine Gänsehaut. Wer ein Feuer in seine Akte nach psychopathischen Veranlagungen schauen sollen. Was zum? Hat er mich gehört? Das ist unmöglich. Es ist wahrscheinlich nur ein Teil seiner Erinnerung. Dann bleibe ich auf meiner Argumentation. Wie auch immer, hör auf zu quatschen und finde ein Momento, das uns hier wegbringt. Na, bist du nicht was Besonderes? Hast zwei Farben? Wenn all deine Kollegen aussehen, als hätten sie Bleichmittel gebadet. Wie bitte? Du bleibst wohl, du bist besonders gruselig. Nun ja, da stimmt ich dich. Die Uhr läuft, aber man hört kein Ticken. Notiz, Uhr erhalten. Benötigen wir links zu schließen. Die Uhr läuft nach einer Rettung. Frische Wildbahn. Lass es, wenn wir ihm unsere Anwesenheit in jeder Erinnerung neu erklären müssen, will ich durch. Ich höre mich nicht in Versuchung. Ein alter, gefliegter Rucksack. Stammt er aus der Steinzeit? Das werden wir gleich herausfinden. Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Anders. Auswahl medizinischer Fachzeitschriften. Ein Glas eingelegt in Olive. Bah, ich hasse dieses Zeug. Was gibt es daran zu hassen? Es ist eingelegt in Olive. Genau das. Alle fünf Teile. Hallo, was war das? Was? Genug davon. Ab jetzt übernehme ich das Selbstmettern der Barrieren. Moment vorbereiten. Oh,
Thank you.
Kugel in der Mitte? Nee, Kugel in der Mitte geht hier. Ja, die macht auch das, aber tut mir nicht viel. Aha. Ich mag ihn lieber, wenn er durch mich statt auf mich fällt. Mir macht er so oder so nichts aus. Scheint so, als würden diese Erinnerungssprünge immer nur einen kleinen Zeitraum überbrücken. Wir müssen ein passendes Momento finden, sonst brauchen wir noch Ewigkeiten. Ach, genieß doch einfach die Landschaft. In Gedenken an River Evelis. Es werden drei Memory Links benötigt, um fortzuschreiten. Ein altes Plüschnabeltier. Ernsthaft? Dieses Tier soll nicht das Recht haben, zu existieren. Ihr Wild ist nicht groß genug für zwei von eurer Sorte. Ist es fertig, River? So wie du, so kann ich auch nur jeden Tag auf sie aufpassen. Sie wird nicht mehr allein sein. Ich werde vielleicht niemals verstehen, warum, aber ich habe deinen Wunsch erfüllt. Ich bin sicher, auch Anja ist dir dankbar. Aber wenn ich fort bin, wer wird dann über uns wachen? Wer sind Sie? Mein Name ist Eva. Ich komme zufällig vorbei. War sie Ihre Frau? Ja. Ihr Name war River. Ein außergewöhnlicher Name. Das hätte nicht passieren müssen. Sie hätte es nicht schon müssen. Aber sie. Sie würden es nicht verstehen. Ich verstehe es jetzt nicht einmal selbst.
Fields, Anja, erhalten. Eine kaputte Leuchtturmlampe. Meteor vorbereiten. Ideal zeigt die Anzahl der Mindestbewegungen, die benötigt werden, um ein Meteor zu vervollständigen. Moment, aktivieren. Aktivieren. Ein Stück weiter. Es kommt ganz gut hin. Wenn der Information beteiligt ist, wird noch genug übrig sein. Also macht ihr keine Sorgen. Blutlöwe. So nennt man es doch, oder nicht? Nein, ich bin sicher. Wir können ein... Hör auf. Ich mag es nicht, wenn du lügst. Ich habe nachgerechnet. Ich weiß, wie es aussieht. Warum wirst du mich gegen meinen Willen überzeugen?
Wir brauchen das Geld für deine Behandlung, Silver. Ich weiß, dass ein Jeder viel bedeutet, aber das hier, das geht zu weit. Ich meine sie. Sie ist nicht einmal. Weißt du, was glücklich macht, Johnny? Was? Weißt du es? Jede Zelle meines Körpers ist Danke. Glücklich. Jede Körperzelle weißt fühlt es sich wohl. Jede Zelle meines Körpers ist ich glücklich. Ich hoffe, du kannst mir dabei helfen. Silver. Wenn die Papiere für meine Behandlung ankommen, werde ich sie nicht unterzeichnen. Was du mit unserem Geld machst, kannst du selbst entscheiden. Aber wenn du meinen Wunsch erfüllen möchtest, dann verwende das Geld, um das Haus fertig zu bauen. Und dann möchte ich, dass du noch ihr siehst, jeden Tag, den du dort lebst. Besuch sie, sprich mit ihr, tröste sie. Sie alleine bleibt. Und was ist mit dir? Glücklich. Ich werde glücklich sein. Johnny? Ja. Ich habe das hier gemacht. Sag mir, was es ist. Was? Sag mir einfach, was es ist. Es ist ein Hase wie die anderen, die du gemacht hast. Und weiter? Das Papier. Und weiter? Der Körper ist gelb, der Rest ist blau. Gut. Und weiter? Du, River? Da ist der Hase. Ich habe ein Lied geschrieben. Es ist für dich. Okay. Möchtest du es hören? Ja. Du hättest nicht extra das Piano hochbringen müssen. Ich kann dich sehr gut hören, wenn die Tür offen ist. Es heißt für River. Warum so klischeehaft? Das ist nur ein Arbeitstitel.
Wie ist diese Anja, von der die beiden schon gesprochen haben? Wenn sie so wichtig ist, hätten wir sie nicht in deinen späteren Erinnerungen sehen müssen. 14. Er hat sein Versprechen letztendlich doch nicht gehalten. Es sei denn, was? Egal. Hey, da ist doch dasselbe Lied, das die Kinder vorhin gespielt haben, oder? Vermutlich hat er es ihnen beigebracht. Testosteronspiegel runter. Ich mache mich auf den Weg. Ich habe von Memory Links. Kommst du mit oder willst du noch selber weiterschauen? Schon bist du. Geh doch vor. Ich hole dich von ein. Vermisst du nicht auch die Zeit, als die Konvertierung von MPS-Audiodateien aus Erinnerung noch legal war? Ich glaube, in meinem ersten Arbeitsjahr habe ich über 2000 Songs mit nach Hause genommen. Mir geht's gut, und dir? Ich glaube, in meinem ersten Arbeitsjahr habe ich über 2000 Songs nach Hause genommen. Ein Glas eingelegte Oliven. Das mag hier jemand Oliven wirklich gern. Eine Schüssel mit durchgerührtem Teig. Wir sind nicht gerade in dem Alter, wo man Pianos herumträgt. Weißt du was? Wenn es dir so viel bedeutet, dann besorge ich dir ein paar Profis. Ich kann dir nicht helfen, das Haus zu retten, also das ist mindestens, was ich tun kann. Vorbereiten. Einmal wieder Momentum. In 4 und schon bin ich. Thank you.
die nächste Stufe. Momento aktivieren. Aktivieren. Und nächste Stufe. Endlich. Hopp. Hey, schau mal, was wir hier haben. Ja, das Spiel geht auch schon nicht tiefer. Davon kann man ausgehen. Ich wette, Sie haben die Klippen gesehen und gedacht, es wäre noch nicht gefährlich genug, solange keine Leute darauf wohnen. Man fängt ja von seinem ganz alten Alter an und dann immer jünger werdend. Und darum geht's ja schlussendlich. Nick hat angerufen und mich hergebeten. Ich habe dir eingelegte Oliven mitgebracht. Die magst du am liebsten, stimmt? Ich habe von River gehört. Wird sie wieder gesund? Ihre Krankheit wurde erst spät festgestellt. Glücklicherweise ist sie behandelbar. Aber die Kosten für die Behandlung. Wir können uns nicht leisten, das Haus fertig zu bauen, Isabelle. Wir können kaum die Behandlungskosten bezahlen. Ich bin froh, dass man ihr helfen kann, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel dieser Ort ihr bedeutet. Es wird ihr das Herz brechen. Ich würde gern helfen, aber Ted und ich können uns seit dem Finanzcrash selbst nur knapp über Wasser halten. Was willst du nun tun? Ich werde ihr sagen, dass wir es schaffen können. Dass wir uns beides leisten können. Ich möchte nicht, dass sie eine Dummheit begeht. Du solltest sie nicht anlügen. Du verstehst nicht, Isabelle. Wenn sie die Wahrheit herausfinde, bin ich mir nicht sicher, was sie wählen würde. Na und? Wenn sie entscheidet, dass ihr dieser Ort mehr bedeutet als ihr eigenes Leben, dann soll es eben so sein. Es geht darum, was sie wirklich will. Ihr Neurotypischen meint immer, ihr wüsstet, was das Beste für andere ist. Das mag ich nicht. Und ich hasse es, wenn du mich so nennst, wie sie. Glaubst du denn, es geht nur um sie? Was ist mit mir, Isabelle? Nach all den Jahren darf ich da nicht auch mal an mich denken. Ich möchte nicht allein sein, Isabelle. Ich werde sie nicht sterben lassen. Das ist anmaßend. Ist mir egal. Wo willst du hin? Ich werde dir etwas von der Klippe mitbringen.
Das wird sie ein wenig trösten. Was du vorhast, wird davon nicht besser. Ich wollte, dass ich dir das gebe. Er sagt, dass die Zeit heißt everything alright. Gar nichts ist in Ordnung. Sollten wir wieder gemeinsam einmal sprechen? Speichern. Jetzt suchen wir wieder Gegenstände, die einen Erinnerungswert haben. So, ein Teil müssen wir noch finden.
zur Kommunion. Aha. Da war's. So, die nächste Stufe. Momento, vorbereiten. So. Notiz: eingelegte Oliven erhalten. Moment aktivieren. Aktivieren. Und die nächste Erinnerungsstufe. Also zieht ihr die Sachen wirklich durch? Yep. Die Bauarbeiten starten bereits in weniger Monaten. War nicht ganz einfach. Wir mussten Ratenzahlungen vereinbaren. Aber jetzt, wo die Finanzierung steht, wird es schon klappen. Wie wundervoll. Euer eigenes Traumhaus und dann noch an diesem wunderschönen Fleckchen Erde. Ihr habt euch an diesem Leuchtturm nicht weit von dort das Jawohl gegeben, stimmt. Ja, das ist nicht allein. Wir und dieser Ort, das geht schon lange, ganz lange zurück. Tja, es ist schön, dass wir uns auch einmal etwas Erfreuliches zu erzählen haben. Lasst uns anstoßen, auf euch beide. Genau, auf uns. Bin gleich wieder da. Ich brauche nur etwas frische Luft. Ich komme mit dir. Tja, mein Freund, ist schon wieder ganz schön lange her. Wohl wahr. Wer hätte gedacht, dass die paar Kilometer mal zu einer solchen Hürde werden würden. Dieser River, immer noch so still, was? Ach, die ist eigentlich ganz gesprächig daheim. Und wenn sie mit Isabel zusammen ist? Ich denke, sie ist einfach nicht gewohnt, dass du dabei bist. Aha, jetzt bin ich mal der böse Junge, was? Hey, also hast du River jetzt diese eine Sache erzählt. Von früher? Ja. Wie hat Liz aufgenommen? Insgesamt ganz gut. Aber eine Sache gibt es, die mir noch zu schaffen macht. Seit diesem Vorfall bastelt sie andauernd diese seltsamen Hasen aus Papier. Das sind also nicht seine Hasen, sondern die von ihr, und er macht die Schnabeltiere. Origami-Hasen? Ja. Viele, jede Menge. Ich habe früher auch mal Origami-Tiere gemacht für meine Tochter, als sie noch klein war. Was ist daran so schlimm? Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Sie macht nichts anderes, als diese Hasen zu basteln.
Tag ein, Tag aus. Unser Haus ist inzwischen voll mit den Dingern. Bis oben hin. Sagte Isabel nicht, dass so etwas beim Menschen von River nichts Ungewöhnliches ist? Schon, aber diesmal habe ich ein ungutes Gefühl. Wenn ich sie darauf anspreche, antwortet sie mir nie. Stattdessen bekommt sie diesen abwesenden Blick, fast als würde sie ihr irgendetwas von mir wollen. Und das Seltsame ist, ich habe dieses Gefühl, dass da wirklich etwas ist, das ich ihr schuldig bin. Hast du mal Isabel gefragt? Ja, sie sagt, dass sie mit mir gesprochen hat, aber auch nichts aus ihr rauskriegen konnte. Tja, ich bin sicher nicht der Fachmann hier, aber ich kann dir eins sagen. Ich kenne dich seit der Mittelstufe und du hattest schon immer den Hang, dir um alles einen Kopf zu machen. Du bildest dir da wahrscheinlich etwas ein. Mach dir nicht so viele Gedanken. Wenn jemand so einen Rat gibt, liegt meist tatsächlich irgendetwas im Argen. Aber gut, ich habe Zweifel, keine Gewissheit. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich? Ich habe immer recht, schon. Moment mal, selbst er hatte keine Ahnung, was mit diesen Hasen los war. Vergiss die dummen Hasen, wir haben andere Probleme. Wir sind in einer abgegrenzten Erinnerung und es gibt keinerlei Momentus. Keine Panik, wir können wahrscheinlich eins von ihm selbst bekommen. Wie das? Sieh zu und lerne. Ich muss nur kurz diesem Wirt einen Besuch abstatten. Hallo, was darf sein? Hallöchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch, zahlen Sie bar oder mit Karte? Check. Tut mir leid, Checks nehmen wir nicht an. Tja, dann schreiben Sie einfach auf, mein Deckel. Moment, soll das heißen, Sie haben kein Geld? Dich werde ich sowas von gesetzt. Hallo, was darf sein? Tagchen. Haben Sie ein Glas eigentlich Oliven für mich? Na doch, zahlen Sie bar oder mit Karte? Schreiben Sie es auf meinen Deckel. Heute mache ich richtig einen drauf. Oho, geht klar, der Herr. Hier sind Ihre eingelegten Oliven. Danke, Kumpel. Da wird heute jemand eine Menge Trinkgeld einstreichen. Danke, der Herr. Du kannst so ein Arsch sein, Lee. Ach, mach dich locker. Nanu, sehen meine getrübten, was sehen da meine getrübten Augen? Ein Gläschen eingelegte Oliven. So ist es. Sie wissen auch eine gute Oliven zu schätzen. Allerdings. Ich habe gerade eben ein frisches Glas bestellt. Was für ein Zufall. Darf ich? Natürlich. Setzen Sie sich. Wir geben gemeinsam ein Gläschen. Oh, das klingt ja auch nach einem Plan.
Eva, Geschmackssimulation aussetzen. Jetzt. Ach nee, ich glaube, ich habe jetzt keine Lust. Tja, dafür wirst du sowas von bezahlen. Tja, und so sind wir zu unserem ersten Toaster gekommen. Ho, ho, ho. Wachs. Alles in Ordnung. Ja, ich nehme nur das Geschmackserlebnis dieser eigentlichen Oliven total gefangen. Einfach wunderbar, nicht wahr? Oh ja, man kann sich kaum vorstellen, dass irgendjemand diese Dinger ekelerregend finden könnte. Lassen Sie sich Zeit. Wir haben hier noch zwei Gläser. Also hab ich gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und sie haben mir recht gegeben. Und wissen Sie, was noch an unserer Gesellschaft nicht stimmt? Ja, ich habe es sogar dabei. Wieso? Darf ich mal sehen? Na gut. Bitte sehr. Und anhalten. Endlich, Herr im Himmel. Wie waren die Olivenlinien? Ach, halt die Klappe. Da geht weiter. Moment mal, fang bloß nicht wieder an zu. Mach dir keine Sorgen, Mensch. Siehst du, alles nach Vorschrift. Hulkschlag. Nee, ernsthaft? Ich versuche gerade, mich in die Situation zu versetzen. Und du ruinierst die Stimmung. Das war's wert. Momento, vorbereiten. Nur das Game aufspielen. Momento aktivieren. Aktivieren. Und der nächste Schritt. Heiliges Känguru. Du bist kein Australier. Na und? Wir sind hier ungefähr 20 Milliarden Nanometer über normal Null und stehen auf einem verdammten Lampenmast. Spring einfach runter. Es ist ja nicht so, als könntest du dich hier verletzen. Machst du Witze? Das ist wie Bungee Jumping ohne Seil. Oben bleiben geht nicht. Runterkommen auch nicht. Mann, wie ich es hasse, wenn das passiert. Eva, was zum? Weichei. Warum hat man sie wohl verlassen? Ich nehme an, sie wurde einfach nicht mehr gebraucht. Nicht mehr gebraucht?
Für Schiffe, meine ich. Du weißt ja, wie das heutzutage ist, mit GPS und all diesem Kram. Hör mal rüber. Dieser Ort bedeutet auch mir sehr viel und ich habe nachgedacht. Im Moment läuft noch alles recht gut für uns. Und wenn wir sparen, ein paar Jahre lang, dann können wir hier oben ein Haus bauen. Wir könnten sie vom Fenster aus sehen. Morgens, abends, wir wären immer in ihrer Nähe. Und wir könnten jederzeit hierher gehen. Sie wären nie mehr allein schon. Ich könnte jeden Tag auf sie aufpassen. Ja, das wären wir. Ich gönne das ihnen. Das meinst du nicht ernst? Du weißt, was passieren wird, oder? Es ist, als würde man in einem Zug beim Entgleisen zusehen. Das Ende ist nicht wichtiger als einer der Momente, die zu ihm führen. Was zählt, ist, dass die beiden hier und jetzt glücklich sind. Lass uns gehen. Moment mal. Sie haben den Leuchtturm Anja genannt, oder nicht? Ich glaube schon. Dann hat dieser River auf medizinische Versorgung verzichtet, wegen eines Leuchtturms. Ist das nicht ein bisschen zu krass? Also, ich habe in diesem Beruf schon Merkwürdiges erlebt. Ja, ich auch, aber ich gewöhne mich einfach nicht daran. Es kann dir ohnehin egal sein. Sie ist nicht unsere Patientin. Notiz: Anja erhalten. Momento aktivieren.
Wer war? Kartons mit Blankopapier. Oh, oh, ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Ein alter Flügel. Wie zur Hölle haben wir dieses Ding Treppe raufbekommen? Keine Ahnung. Aber ich wette, es wäre ein Klacks für die Talis. Doch es ist nicht wirklich, da wäre ich erst nicht einmal durch die Tür gekommen. Hm, stimmt. Damit steht fest, Janus zu bewegen, ist für jeden ein Albtraum. Es würde wahrscheinlich eine komplette Episode lange dauern, es dort hineinzubekommen. Die würde ich mir sogar anschauen. Tito, wäre sicher episch. Du bist so früh aus dem Haus gegangen. Und um zum Frühstück zu gehen? Was machst du da? Hasen. Hast du Hasen gesehen, den ich für dich dagelassen habe? Erzähl mir etwas über ihn. Wie? Ich schreibe ihn. Er war gelb. Und weiter? Ein bisschen pummelig. Und? Naja, er ist eben ein Papierhase. Ich wusste nicht, was ich sonst noch über ihn sagen soll. Du benimmst dich merkwürdig, River. Ist etwas nicht in Ordnung? River? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gerade ein umgekehrtes Déjà-vu. Ich glaube, ich weiß, was mit dir los ist. Aber selbst dafür ist es ziemlich ungewöhnlich. Glaubst du, sie ist? Glaubst du das? Vielleicht, wer weiß. Aber wie du schon sagtest, sie ist nicht unsere Patientin. Lass uns die Dinge zu Ende bringen, für die wir auch bezahlt werden. Das ist jetzt der Tag, an dem sie damit anfing, oder? Thank you.
eins fehlt uns noch. Wie lange orangefarbene Haarsträhnen? Momento vorbereiten. Das ist die Stelle, an der früher das Haus stand, oder? Das Haus, das niemals hätte sein dürfen. Mal ehrlich, was finden die Leute an ungewöhnlichen, hohen und gefährlichen Plätzen so faszinierend? Notiz, Höhenangst erhalten. Oh. Dazu. Hör mal, das ist lange her. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, aber Izzy meinte, ich sollte dir besser die Wahrheit sagen. Ich hätte unser erstes Treffen nicht zu vermasseln sollen. Das? Ein Hacky-Stack? Kannst du ihn bis zu Anja werfen? Keine Ahnung. Soll ich das probieren? Würdest du? Ja. Bist du verrückt? Geh da weg. Ich glaube, diese Erinnerung ist nicht so weit von der letzten entfernt. Glaubst du, da besteht ein Zusammenhang? Wahrscheinlich.
Wieso hat sie sich die Haare abgeschnitten? Ich mag lange Haare. Momento, vorbei. Momento aktivieren. Ein Stück weiter. Die Störung wirkt sich bei jedem anders aus. Nur weil wir beide daran leiden, sind wir nicht dieselbe Person. Aber du musst uns doch irgendwie helfen können. Anfangs war alles noch ganz in Ordnung, aber jetzt ist sie noch distanzierter als vorher. Selbst wenn wir im selben Zimmer sind, sie ist nicht wirklich da. Es geht mir langsam an die Substanz. Ich weiß nicht mehr, ob ich das aushalten kann oder soll. Ja. Ich kann nicht für sie sprechen, aber viele von uns wollen nicht alleine sein. Eine ganz andere Frage ist aber, ob man das auch zeigen kann. Dass sie sich damit schwer tut, heißt noch nicht, dass sie keine Gefühle hat. Sie ist schließlich immer noch da, oder? Manchmal musst du dir einfach den Glauben bewahren, dass du ihr wichtig bist. Es ist nicht leicht, sich das zu sagen, jeden Tag aufs Neue. Ich weiß. Sag mal, warum bist du eigentlich so normal, Izzy? Ich meine, habt ihr nicht die gleichen Sachen? Nein, nun ja, bei mir wurde es festgestellt, als ich noch sehr jung war. Es ist mühsam, aber nicht unmöglich, sich dann eine Maske sozialer Normen systematisch anzueignen. Weißt du, ich bin darüber ebenso. Wie sie bemitleidung. Ich bin froh, dass ich mein Leben lang eine sein muss. Ich bin froh. Ich bin so gut darin geworden, weil ich keine andere Wahl hatte. Nur so kann ich normal sein. Aber River hat das nie versucht. Sie blieb eine Außenseiterin und hat nie etwas dagegen getan. Ich weiß nicht, ob sie es nicht konnte oder es nicht wollte, ob sie tapfer war oder feige. Es gibt Tage, an denen ich die ganze Verstellerei einfach nicht mehr aushalten kann. Dann merke ich, es ist zu spät. Isabel, die Leute kennen, ist nur eine Show. Und mein wahres Ich ist zu einer Fremden geworden. Ich glaube, letztlich beneide ich sie. Ich habe noch nie eine Frau mit solchen Problemen getroffen.
Dann hast du wohl bisher noch keine einzige Frau getroffen. Das hier geht uns nichts an. Komm. Die Welt wäre ein schönerer Ort, wenn sich die Leute Gesichter besser merken würden. Irgendwas Neues heute? Nein. Was liest du da? Des Kaisers neue Kleidung. Ich habe es geliebt, als ich klein war. Du musst es noch? Natürlich. Nur aus anderen Gründen. Als ich ein Kind war, tat ich total auf die Animorphs-Serie. Weiß ich, deine Mutter hat dir eine Animorphs-Buch zu unserer Hochzeit geschenkt. Hehe, ja, das war ein ganz schön merkwürdiges Gefühl. Ich war als Kind wohl ziemlich besessen von dieser Serie. Warum hast du sie seitdem nicht wieder gelesen? Ich habe die Bücher gesehen. Sie verstauben in der Garage. Naja, ich bin herausgewachsen, bitte ich. Es ist eben ein Kinderbuch. Was ist falsch daran, Kinderbücher zu lesen? Sie spenden Trost. Möglich. Ich werde mir wohl dieses hier kaufen. Ich lieb mich und du liebst dich. Wir lieben uns ganz fürchterlich. Hey, River, das ist gar nicht mal so schmalzig. River? Und was ist mit David? Der ist mein Lieblingscharakter. Keine Ahnung. Worüber redet ihr? Animorph. Kennen Sie das? Nein. Ja. Wirklich? Mehr oder weniger? Oh. Wissen Sie, welches Tier sich David verwandelt hat? Nehmen wir den mal. Gar nicht.
Tobias Falco. Tobias Falco. Ach, wisst ihr? Ja. Aber du wolltest mir nicht sprechen. Aber Falco, Grizzly, Tiger, Gorilla, Cobra, Wolf. Ein Julia. Falco. Falco, Tiger. Oh.
dann. Oh, es gehen für alle. Ich bin doch gerade erst da. Dir bei Partys häufiger zu passieren. Ach komm, heb dir deine klinischen Pferde für Leute auf, ohne selbstbewusst zu sein. Da sind sie irgendwie wieder. Ich sehe leer vor mir ab. Aber wo ist Max? Du redest ja immer viel Blödsinn. Und das ist bisher das Highlight des Abends. Willst du nicht eher sagen, dass okay ist er wieder? Wow. Ein altes Animaus. Fühlte sich anders an. Ich meine, jetzt, wo wir die Ringe tragen. Magst du den Namen Anja? Stolpern und fallen. Keine Sorge, ich folge einfach meinen Schritten. Aus, mein Hintern. Ich glaube, du bist mir auf den Fuß getreten. Sorry. Komm. Versuchen wir es noch einmal. Wir sprießen. Geht zu dir.
Ja. Was dachtest du denn? Was dachtest du auch? Ich hab nicht so mit Hochzeit. Das ist alles. Flüssigkeiten sammeln sich in meinen Augen. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Oh, dachte ich auch. Ich meinte eigentlich meinen Mund. Da sammelt sich nicht nur Flüssigkeit, sondern auch fest. Das ist ein reizender Gedanke. Vielen Dank. Komm, lass uns einen Weg hier rausnehmen. All diese Glückseligkeit ist selbst für dich zu viel. Nein, ich mag es einfach nicht, anderen dabei zuzuschauen, wie sie Fehler begehen. Otto, wo bleibt hier der Augenblick zählt? Oh, ich sollte mal schauen, wie es deiner Tante geht. Alles klar, Mom. Sag ihr, dass ich mich freue, dass sie angekommen ist. Mache ich. Ich bin so stolz auf dich, Lore. Lore? Ach, so hieß mein Großvater. Er ist gestorben, bevor ich geboren wurde. Warum nennt mich manchmal so als Spitzname? Wie kommt es, dass du mir nie davon erzählt hast? Weil ich es besser finde, wenn du mich John nennst. Oha, nicht noch eine von diesen Großelternkindheiten. Wieso? Was hast du dagegen? Ich meine, über deinen Großvater erzählst du über eine ganze Menge. Was? Stimmt doch gar nicht. Ganz wie du meinst. Notiz? Ruhe erhalten. Ja, noch ein. Ich bin so stolz auf dich, Ruhe. Da kann man nichts mehr machen, River. Ich bin sicher, es war keine Absicht. Komm schon, wir kommen zu spät. Warte mal, ist das ein Hase? Was meinst du? Ist das der Ursprung der ganzen Papierhasen? Warum sollte sich an der Sache mit dem überfahrenen Tier dermaßen festbeißen? Vor allem erst so viele Jahre danach. Was fragst du mich? Du bist hier die einzige Frau. Davon werde ich jetzt überzeugt sein, wenn du dich traust, einen Bungee-Sprung um Seil zu machen. Thank you.
Momento aktivieren. Du weißt, dass eine fantastische Hochzeit war, wenn das Momento ein überfahrenes Tier ist. Du weißt, dass es eine fantastische Hochzeit war, wenn das Momento ein überfahrenes Tier ist. Hey. Vielleicht sah sie das als eine Metapher für die schreckliche Ehe. Und dann, Jahre später, fing sie an, Hasen zu fallen, weil sie sich daran erinnerte, wie sehr das hier zum Himmel stank. Oder, was weiß ich, irgendwie ähnlich, richtig torisch. Coole Story, nee. Armes Ding, was ist eigentlich heute mit den ganzen überfahrenen Tieren? Schau mich nicht so an. Jetzt gehe ich nach Bauernhof hier. Und nach überfahrenen Tieren. Lass uns den Geruchssimulator deaktivieren und schleunigst von hier verschwinden. Oh, ob das wirklich eine gute Idee ist. Sie kommt schon klar, macht das nicht zum ersten Mal. Aber sie ist bisher noch nie alleine gewesen. Ich kann das. Ich bin kein Kind. Oh, oh. Über. Oh,
Die Diagnose steht fest. Ja, wir sind uns einig, was die Ergebnisse angeht. Leider, dieses Schicksal teilen sie mit vielen Menschen, die von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betroffen sind, kommt die Diagnose sehr spät. Hätten sie davon schon gewusst, als sie noch klein waren, hätte es ihnen vieles ersparen können. Haben Sie irgendwelche Bücher darüber? Dieses Jahr ist von Tony Edward. Er ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Sie können es erst einmal ausleihen, kostenlos. Brennen Sie uns nur nicht damit durch. Na, hochbrennen. Danke doch. Nun, sind Sie beide ein Paar? Unverheiratet und ohne sonstige rechtliche Bindung. Ja, ich verstehe. Nun, ich könnte Sie an einen spezialisierten Therapeuten überweisen, wenn Sie das möchten. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrer Beziehung? Nein. Und wie sehen Sie das? Nein, alles in Ordnung. Wie auch immer. Sie sollten das Buch ebenfalls lesen. Es wird Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Partnerin zu verstehen. Ich lieber nicht. Wieso nicht? Nun gut, das ist Ihre Entscheidung. Für die vorläufige Behandlung gibt es sogenannte Hypotherapie. Sie könnte ihr helfen. Eine Ringstunde nördlich von hier bietet sie an. Ich könnte das in die Wege leiten. Doch gesagt. Ein Plüschnabel. Ich kann es nicht fassen, dass diese Plötzlichkeit in den Erinnerungen auftaucht. Er hatte jemanden sein Plüschtier wohl sehr sorgsam behandelt und hatte, was Tiere angeht, einen ziemlich miserablen Gefühl. Tony Edward erhalten. Der Autor einer Buchreihe über Riversstörung. Ein einfacher gelbbrauner Handtuch. Entschuldigen Sie, können Sie bitte die Uhr leiser stellen? Wir können das Ticken nicht gut ertragen. Ist nicht so schlimm. Ich halte es. Kein Problem, das mache ich gerne. Falls es noch etwas gibt, was Sie beunruhigt, sagen Sie es mir einfach Bescheid. Vielen Dank. Das Gerät hören wohl die Uhren aus. Notiz, Uhrenticken erhalten.
ja auch. Nochmal doch. Dass der Film auf der Handlungsebene da eben Gefühle reinfällt. Oh. Was? Ach ja. Das ist einfach ein Tuch.
Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dieses Nabeltier wächst nicht langsam an. Hauptsächlich aus praktischen Gründen. Ich habe mich von einem Helm abgeholt.
alles wird kommen. Geht rein. Alles ist offen, alles. Hey, hey, das gibt's. Ich weiß.
warten lieber. Na schön, dann ist er gut. Der Flach am Blinden auf bis 1,50, bis 0,20, bis 0,20. Und der Schwanz im Stadtkopf, der Lafran, der aus 13,20. Also, wer auch jetzt, der ist mal im Spiel. Der zu dem Zeitpunkt gerade das höchste Lebensjahr erreicht hat. Ist gut. Ich wollte nur starten. Seht ihr? War das jetzt lieber? Ich will mir auch. Fast kein Glück auf mich. Das ist wirklich. Und ich glaube, dass ihr uns da gleich nicht so offen sein müsst. Ich kann nicht glauben, dass das Spiel mit Markierung in deinem Kopf echt hängt. Halt die Klappe, Mann. Siehst du, ich bin der Einzige, den Leuten immer sagen muss, dass ich die Klappe halten soll. Plötzlich fühle ich mich so gut. Klar ist es sowieso etwas besonders langweilig. Ich meine, wo sind die noch an? Wie sie da selbst allein den ganzen Tag mit den Sachen liegen, die freuen. Ja, das ist nicht gut. Das kann die Freude. Ich meine,
Wir wissen ein Typ, der mit einem schüchternen Mädchen rumhängt. Sie ist nicht nur einmal schüchtern. Irgendwas an ihr ist anders. Naja, anders zu sein ist auch nicht immer so toll. Weißt du denn überhaupt, was sie wirklich will? Anders sein. Nicht sehr froh, gehören, so wie wir alle anderen. Wenn das wüsst, wäre es nicht hilfreich, sie in die andere Richtung zu bringen. Jeder ist auf seine Art und etwas besonderes. Das erzählen du nur ähnliche Omas. Moment mal, dieser Typ ist also eine Art Hipster, der sich an andere Menschen dran will. Das ist irgendwie eher eine Störung, weißt du, manchmal verstehe ich das. Ein ordentlicher Kopf. Die heißt, jeder ist ein Bastard. Aber hey, warte mal, darum ging es also mit dem Mädchen in der Krippe. Dann kriege ich deine Schuhe, die einen Schlüssel bekannt. Diese unheimlichen Nasen zu basteln. Weil er hier diese ewigen Zugliegen. Geweißet hat, könnte sie durchaus als Nachtrag bezeichnen. Mein Gefühl sagt mir, dass da noch mehr ist. Der böse Schumann schmort deinen Mut. Komm, ich glaube, die Fackeling hat sie erfunden. Ich weiß nicht, wie es mit dir war. Bei mir ist alles klar. Das hat alle wieder geklappt. Klingt, als würde es dann. Oh.